Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrt Bulli. Bulli passt gar nicht, Kreuzfahrt Camper müsste man ja schon fast sagen, denn wir sind diesmal in einem richtigen Wohnmobil. Und zwar im Weinsberg Cara Compact Edition Pepper. Und das gibt es nach dem Intro. Ja, in diesem Video stellen wir euch wohl das aktuell beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Bereich Wohnmobile vor. Ich denke mal, es gibt schon viele Videos zu dem Edition Pepper, aber wir wollen einen dazu machen, denn das ist nicht nur ein Pepper, das ist ein Teddy. Es ist nämlich der Wagen von Stefans Eltern, auf der ABF 2020 gekauft. War sehr interessant, wie das abgelaufen ist, und wir können uns vorstellen, warum Stefans Eltern, warum die diesen Wagen gekauft haben. Damit ihr es euch auch besser vorstellen könnt, wird Stefan jetzt einfach mal den Wagen vorstellen. Ja, wie der Marcel schon verraten hat, wir sitzen hier in dem Cara Compact Edition Pepper. In dem Fall ist das, haben wir hier einen Peugeot Boxer Motor. Das heißt, normalerweise kriegt man den auch auf Fiat Basis, aber das ist hier ist ein Sondermodell und hat dementsprechend auch gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, schauen wir uns das einmal an, was dieser Boxer so sozusagen hat. Ja, unter anderem kommt dieses Sondermodell mit einem Tempomat hin. Befindet sich auf dieser linken Seite. Dann haben wir das Multifunktionslenkrad, ein Head-Up-Display, nicht zu vergessen, und die Klimaanlage, manuell geregelt, leider keine automatische hier in diesem Modell verfügbar. Aber eine manuelle reicht auch hin, und natürlich das Navigationsgerät. Dazu vielleicht später nochmal mehr, was das denn so kann, und das ist auf jeden Fall das von Pioneer, und ja, hat auf jeden Fall Navi mit drin, und die anderen Funktionen, die schauen wir uns später einmal an. Ja Leute, was ich natürlich noch nicht erzählt habe, ist, wir haben hier die 163 PS Maschine, das ist auch nicht veränderbar, also das heißt, es gibt keine kleinere als auch keine größere, aber ich glaube, die 163 PS, so wie ich meine Eltern verstanden habe, reicht das locker aus. Ja, was haben wir denn hier noch? Was ganz Besonderes sogar. Nämlich ist hier ein, ja, Panoramadach verbaut. Dieses Panoramadach lässt sich auch öffnen, ich mache das jetzt in dem Fall mal nicht, aber es lässt sich öffnen und es lässt sich auch verdunkeln, beziehungsweise in dem Fall habe ich jetzt hier das Fliegengitter natürlich gegriffen, und zur anderen Seite ist dann hier die Verdunklung. Schöne Sache, funktioniert sehr leichtgängig. Was wir vorne im Fahrerhaus natürlich auch noch haben, ist die Verdunklung zu den linken Seiten, also sprich diese Plissés hier, ich glaube es heißt Plissé. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, sie sind natürlich anfällig, aber das ist in jedem Fahrzeug so. Das gleiche gilt für die vorderen, die werden von links und von rechts bis in die Mitte zusammengebaut, und zur rechten Seite haben wir das Ganze natürlich auch noch einmal. Was wir jetzt hier auch noch haben, sind die, ja, tollen Fächer. Also hier hinten hat man noch ein bisschen Platz da rein. Ich weiß nicht, kann man leider nicht so ganz so gut sehen. Wir haben hier noch einen Lautsprecher. Zur anderen Seite ist das natürlich identisch. Also ein Fach und auch ein Lautsprecher. Und auch hier kann man die gesamten Ablagen benutzen und halt Dinge hier hereinlegen. Ja, schauen wir mal in die Dinette. Da sitzt auch jemand. Hallo, genau. Wir haben hier oberhalb der Dinette ein Staufach, wo links natürlich ein wenig Elektronik verbaut ist. Wir müssen hier mal gucken, dass wir das ein bisschen heller hinkriegen. Der Marcel leuchtet da einmal rein. Genau, zur linken Seite, da haben wir hier den TV-Tuner. Also das heißt, für die Steuerung für die Satellitenanlage. Technisches Video machen wir später noch einmal. Ansonsten gibt es zur Seite natürlich ein Fenster, das man natürlich auch aufmachen kann. Gardinen sind davor, und es lässt sich verdunkeln, als auch der Sonnenschutz reinmachen. Im Moment ist es sehr hell, aber genau, jetzt ist es relativ dunkel. Den Tisch, der lässt sich natürlich wieder ausfahren. Achtung, mal gucken. Ja, beides kann ich nicht.
So, der Marcel, der dreht nochmal, genau, der lässt sich ausfahren. Und dann kann man das Ganze hier verlängern, so dass wir hier noch eine Ablagemöglichkeit haben für die Küche. Hier gibt es auch für die Küche noch ein gesondertes Brett, also sprich dieses Seitenbrett. Allerdings sollte man das natürlich nicht so lange machen, weil das hier auch ein Fluchtweg ist. Und solange dieses Brett hier ist, komme ich natürlich dann nicht mehr dort raus. Ja, von unten ist das Ganze hier an so einem Schieber sozusagen. Den muss man einfach nur reindrücken und dann kann man das Ganze auch wieder ranklappen. Der Wagen hat in der Regel keine Trittstufe. Wir haben den hier mit elektrischer Trittstufe genommen, ne? Also weg und in die andere Richtung dann, ups, genau, raus ist er wieder dann da. Was hier auch noch sehr schön ist, sind diese ganzen Lichter. Wir haben alles in LED-Technik und was ich auch sehr gut finde, ist, du hast viele Möglichkeiten für Bedienung. Das heißt, wenn man diesen großen Schalter macht, hat man den hinteren Bereich mit der Ambientenbeleuchtung. Wir haben hier vorne noch den Bereich, das ist ein Schalter, wo man die Dinette beleuchten kann. Das ist der untere linke Schalter, dieser hier. Und wir haben noch rechts ein, das ist dann für die indirekte Beleuchtung. Und zwar für den vorderen Bereich. Ich finde das Beleuchtungskonzept sehr gut gestaltet. Es ist sehr angenehm. Auch hier in der Küche. Es gibt überall diese indirekten Beleuchtungen. Aber das schauen wir gleich uns nochmal gezielter an. Ja, ich sitze hier in der Dinette, weil ich von der Technik keine Ahnung habe und man muss sagen, ich sitze hier richtig gut. Wir haben ja, wo wir den Wagen abgeholt haben, wenn das muss man sagen, das ist jetzt knapp eine Woche her, saßen wir mit 4 Leuten hier in dem Wagen drin. Das ging ohne Probleme, zumindest wenn hier 2 schmalere Leute hinsetzen. Also zweimal Stefan würde hier hinpassen, zweimal ich könnte ein bisschen Probleme beschweren, weil ich habe ein bisschen eher. Ich werde hier gut gefüttert, dementsprechend kann ich nichts dafür, dass ich mehr habe. Ja, auf jeden Fall, hier sitzt man gut. Und wie es da hinten aussieht, ja Stefan, ja zeig, los, hopp. So, was wir jetzt einfach mal gemacht haben, ist das Polster hier von der Dinette nämlich entfernt, weil darunter befindet sich die gesamte Technik. Wir haben hier eine Truma, und zwar ist das die 6, genau, die Truma 6. Wir haben dort einen Steuerregler, als auch die iNet-Box von Truma. Und ganz hinten sind dann noch die der normale 230-Volt-Anschluss, der von außen kommt, der dann dementsprechend hier nochmal ein bisschen für Strom sorgt in diesem Fahrzeug. Zu der iNet-Box von Truma kommen wir später nochmal. Da gibt es dann nochmal ein Video zu, wie man dementsprechend sein Handy dort mit App-Steuerung verbindet. Ja, schauen wir uns doch mal im Küchenbereich um. Was haben wir hier? Wir haben ein Waschbecken mit dem dementsprechenden Wasserhahn dazu. Warmwasser ist natürlich vorhanden durch die Truma. Da ist ein 10 Liter Boiler mit drin. Und wir haben hier von der Firma Dometic haben wir 3 Flammen und das Ganze auch mit Piezo-Zündung. Dann hat der Marcel gerade nochmal den Tisch ausgeklappt. So kann man halt dann nochmal sehen, wie die Erweiterung in der Küche sozusagen von dieser Seite aussieht. Wir haben hier die Schubladen. Und zwar, wenn die indirekte Beleuchtung an ist, die jetzt hier unter sich befindet, dann hat man auch hier gleichzeitig Licht. Also das ist eigentlich vom Lichtkonzept sehr gut gelöst. Das heißt, hier haben wir noch die Absperrhähne für das Gas und auch dementsprechend die für diverse Unterlagen. Das Ganze ist auch mit Softclose funktioniert wieder mit Softclose. Hier unten haben wir noch ein zweites Fach, dort kann man dann Teller und so weiter hin packen. Auch wieder Softclose natürlich. Und die letzte, das ist keine Schublade, sondern das ist dann halt dementsprechend einfach nur ein
mach mal das Licht etwas heller, in der Hoffnung, dass das ein bisschen besser funktioniert. Das ist dann einfach nur für Töpfe und so weiter, die man dann dort abstellen kann. Also einfach nur eine Klappe. In dem Fall natürlich kein Soft Close. Ja, was haben wir denn hier noch? Wir haben natürlich noch ein Fach hier drüber. Dort haben wir auch nochmal wieder ein wenig Elektroverteilung, was aber oben rechts in der Ecke natürlich gar nicht stört. Dann schauen wir uns einfach mal den Kühlschrank an. Ich finde persönlich sehr, sehr groß, auch ein schön großes Eisfach. Dies Ganze ist ein Kühlschrank, der mit Gas, als auch also ein Absorberkühlschrank, der mit Gas dementsprechend funktioniert, mit 230 Volt, als aber auch mit 12 Volt. Das zeigen hier diese Zeichen, die man vielleicht so ganz wenig lesen kann. Die werden dann beleuchtet, wenn der Kühlschrank an ist. Ja, ansonsten schön hoch, ein großes Fach für Obst und Gemüse. Also auch sehr gut gelöst. An den Seiten auch noch ein paar Fächer für Diverses wie Ketchup und Co. Dann befindet sich noch ein Fach hier drunter. Dort kann man dann auch sämtliches Krimskrams noch loswerden. Ablagen braucht man ja als Camper nun immer. So, dann schauen wir doch mal nach hinten. Was haben wir denn hinten alles so? Ja, erstmal natürlich fallen die hochgesetzten Betten auf. Rechts und links. Man hat hier eine Trennung in der Mitte. Was natürlich auch wieder hier hinten schön ist, sind diese gesamten indirekten Beleuchtungen der LEDs. Wir haben dann hinten drei Fächer. Zur rechten Seite gibt es Ablagemöglichkeiten auch mit Netzen, als auch zur linken Seite. Genauso auch nochmal drei Stück. Ja, was hier in diesem Fahrzeug ist, es ist ein Fenster, was in dem Fahrzeug Serie ist. Wenn man aber allerdings ein zweites Fenster haben möchte, weiß ich nicht genau, welches Serie ist. Wir haben hier beide Fenster drin, weil das Ganze ein bisschen mehr Licht natürlich bringt und man kann auch da dementsprechend mal rausschauen. Es gibt hier dann noch eine Fensterluke, die geht nach oben nochmal auf zum Belüften. Im Sommer ist das ganz nett. Dieses Fahrzeug haben wir hier mit einer Klimaanlage genommen. Die ist auch von Dometic. Die funktioniert allerdings nur dann, wenn auch 230 Volt angeschlossen ist, also sprich Landstrom verfügbar ist, dann kann man diese auch starten und dementsprechend das Fahrzeug auch im Stand kühlen. Was haben wir noch genommen? Wir haben natürlich noch einen Rauchmelder, der ist, finde ich, in so einem Wohnmobil auf jeden Fall Pflicht. Und ich zeige euch auch noch, dass wir hier einen Gasmelder genommen haben, der ist hier mit angeschlossen. Dieser Gasmelder hat auch seinen Strom aus der Aufbaubatterie, der Rauchmelder dementsprechend, da muss man die Batterie dann halt ab und zu mal wechseln, was denke ich auch nicht das Problem ist. Ja, schauen wir uns mal beim Bett nach den Ablagemöglichkeiten an. Also einmal haben wir hier eine kleine Durchreiche. Man kommt dementsprechend bis hinten rein in den Kofferraum. Man sieht es jetzt nicht ganz so gut, aber hinten ist ein Kofferraum drin und da kann man notfalls mal durchgreifen oder auch mal was durchladen, wenn es denn so hinhaut. Ja, machen wir die Klappe wieder zu, schauen wir uns doch mal dann diese Schiebeseiten an. Also, wir haben Schiebelamellen, hier gibt es auch ein Licht, das heißt, wenn man diese Schiebelamelle aufmacht, dann geht das an oder dementsprechend auch aus. So, wir haben hier auch noch mal schöne Ablagen. Also über zu wenig Stauraum, glaube ich, kann man sich hier nicht beschweren. Das gleiche gilt, dass man hier unten auch noch mal theoretisch was reinpacken kann. Dort unten sind noch so ein paar Kabel bzw. Wasserschläuche und auch die Heizung noch ein bisschen verbaut. Kabel liegen auch noch rum, also man muss da natürlich ein bisschen aufpassen und den Radkasten sieht man dort auch. Aber so ein bisschen, paar Handtücher oder sowas, denke ich, sind immer drin und die kann man bestimmt auch dahin packen. Ja, das Ganze gibt es natürlich zur rechten Seite auch noch einmal. Und zwar sogar ist das hier ein Kleiderschrank. Also das heißt, wir haben einen Kleiderbügel, wo wir ein paar Kleider aufhängen können oder halt dieses Fach, weiß ich nicht, für Getränke. Vielleicht geht es ja auch beides. Das heißt, man hängt dann einfach mal
sein Kleid oder beziehungsweise sein Hemd oder irgendwas auf und kann dann dementsprechend auch noch hier unten im unteren Bereich vielleicht ein Sechserpack oder vielleicht zwei Sechserpack Wasser hinpacken. Ja, was jetzt auf jeden Fall hier auch noch möglich ist, ist dementsprechend, dass wir dieses Bett hier nämlich erweitern. So, das ist theoretisch relativ einfach möglich. Dann kommt nämlich hier auch eine Leiter noch zum Vorschein. Das heißt, wir ziehen dann dieses Bett hier aus, stellen die Leiter nach unten ab, ja, so, und können das Ganze mit einem zusätzlichen Kissen, was man dann hier reinbaut, reindrückt, erweitern. Ja, der Aufstieg geht jetzt natürlich nicht mehr über die Trittstufe, die wir dann dementsprechend da hinten sehen, sondern das Ganze läuft dann über diesen Tritt. Ja, funktioniert aber relativ gut, muss man sagen, raufgepackt und so hat man ein doch, ich sag mal, verbreitertes Bett, so dass man ja, sich etwas näher kommen kann. So, was wir natürlich noch Wichtiges vergessen haben, wir haben ja hier zwei Betten. Das linke Bett, also sprich dieses hier, ist 1,96 m x 80 cm lang und dann dementsprechend breit. Und zur rechten Seite das Bett, also das ist die Fahrerseite, das ist 1,92 m x 80 cm dann breit. So, und wenn man das Ganze hier verlängert, dann ja, hat man im Prinzip eine fast komplette Lade, also Fläche, die geht dann ungefähr bis hier vorne hin. Dementsprechend hat man ein auch breites Bett. So, schauen wir uns doch einfach mal das Bad an. Ja, ich glaube, was jedem auffällt, ist die Toilette und darüber ist ja ein Waschbecken. Wie geht das denn? Ja, relativ einfach. Man kann dieses Waschbecken zur einen Seite rüberschieben. Ich muss das jetzt versuchen, mit einer Hand hier so ein bisschen hinzukriegen. So, das heißt, ich schiebe das einfach rüber und schon ist dann dementsprechend die Toilette frei, dass man die auch dann dementsprechend nutzen kann. Was wir hier haben, ist ein Spiegel. Den drückt man dann dort ein zur Seite und man kriegt dieses Ganze auf und kann dementsprechend dort seine Utensilien lagern. Also ganz schön gelöst, dass das dann dementsprechend dahinter ist. Zur linken Seite haben wir natürlich eine Dusche mit Trennwand. Die werden wir gleich nochmal zeigen. Ich muss jetzt natürlich dieses Waschbecken wieder zurückschieben. Ich weiß nicht, ob ich das mit einer Hand hinkriege. Das ist natürlich dann immer nicht so ganz so einfach. So, okay, aber hat geklappt. Ablauf haben wir zwei Stück, was ganz gut ist, wenn man ein bisschen schräg steht. Einmal nach vorne zur linken Seite, einmal nach hinten zur rechten Seite. Man hat hier auch nochmal so eine seitliche Ablage, wo man vielleicht sich abstützen kann. Ansonsten ist das relativ einfach aufgebaut. Man stellt sich in die Dusche ein, die Seite wird ausgeklappt und dann nimmt man das zur anderen Seite auch nochmal. Hier gibt es so Befestigungen und dann wird das einfach zur Seite dann dementsprechend rausgeklappt, was natürlich dann von innen zu schließen ist. Obwohl, es geht jetzt auch so natürlich, ja. Das Ganze geht dann auch in die andere Richtung ein bisschen besser. Das heißt, dass man unten das ein bisschen bündig macht mit einer Hand. Etwas schwierig, aber wenn man duscht, ist man ja nicht gerade am Film. Und somit hat man dann halt das Bad dementsprechend auch getrennt. Ja, was natürlich hier auch ganz gut ist, wir haben einmal da auch noch einen Spiegel. Und das heißt, man kann sich von hier auch noch mal einmal sehen. Genau, der Marcel, der filmt mich jetzt sozusagen zu der Seite. Und was auch noch schön ist, ist, man hat eine Mischbatterie einmal für die Dusche als auch fürs Waschbecken getrennt. Das muss man sich also nicht teilen. Und das finde ich sehr positiv auf jeden Fall. Schönes Fahrzeug. Ja, wir wollen euch natürlich auch noch die Versorgung und die Staufächer von außen natürlich zeigen. Hier auf der Beifahrerseite im vordersten Fach haben wir zweimal Gasflaschen. Was wir hier bei dem Fahrzeug noch dazu genommen haben, ist unter anderem einmal so ein Auszug, sage ich mal, dass man die Gasflaschen besser rausziehen kann.
Was hier auch mit bei ist, ist die automatische Wechselung, wenn halt eine Gasflasche leer ist. Also die Schaltung dementsprechend, dass das sich automatisch wechselt. Zeigt es auch an, ob es grün ist oder also ob das noch voll ist oder nicht. Und was auch wichtig war für uns, ist hier der Crash-Sensor. Das heißt, während der Fahrt brauchst du dann die Gasflasche nicht abzudrehen. Das übernimmt dann der Crash-Sensor, falls es zum Unfall kommen sollte. So, das Ganze wieder reingeklickt, ganz einfache Kiste, zugemacht, fertig ist das Ding. Und dann haben wir natürlich noch eine riesengroße Garage, wo man unter anderem auch Fahrräder reinpacken kann und so weiter und so fort. Also schöne Staufächer. Und hier haben wir jetzt diese Kiste, die dann dementsprechend von innen auch sichtbar war. Also alles, was man dann mal griffbereit haben muss, aber was im Wege ist, kann man jetzt also in diese Kiste packen. Und so kommt man auch von innen dann dran. Was wir hier gemacht haben, ist noch den Boden hier ausgelegt mit so einem Puzzeln, die auch, sage ich mal, als Isomatte für Kinder und so weiter genommen werden. Also das kann man dann dementsprechend auch noch als kleinen Tipp dann auslegen. Ja, zur anderen Seite haben wir noch die Toilette. Da brauchen wir, denke ich, jetzt nicht hin. Einfach mal schauen und noch ein weiteres Fach für Stau. Also das Staufach ist natürlich kein Staufach, sondern dort ist der Wassertank. Da haben wir die Serviceöffnung für diesen Wassertank. Und was auch noch dort ist, wir haben den CEE-Stecker dort. Der wird von unten unter dem Fahrzeug durchgeschoben und kann dann dort direkt, also trocken, Spritzwasser geschützt, dementsprechend direkt eingesteckt werden. Was wir noch unter dem Fahrzeug haben, sind dann dementsprechend die Abwasserhähne für das Ablassen des Abwassers, des Grauwassers. Die sind dann auch als Hähne mit in dieser Klappe drin. Ja, kommen wir zu dem Fazit von diesem Fahrzeug. Ich persönlich muss sagen, also es wird im Moment ja überall vorgestellt bzw. auch angepriesen, dass das Fahrzeug von 2020 das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Meiner Meinung nach, ganz ehrlich, ich bin definitiv dabei. Ich sehe das ganz genauso. Man hat viel für ein relativ günstiges Fahrzeug. Auch auf der Messe gab es Sonderangebote nochmal zu diesem sowieso schon echt guten Preis. Man hat ein Navigationsgerät drin, die Fahrzeuge haben ein bisschen PS, also dass es auch nicht so ganz so langsam vorangeht. Dann haben wir viel Technik drin, auch gleich was das Ganze mit diesem iNet und so weiter betrifft, also sprich App-Steuerung der Heizung. Wir haben, klar, das Bedienfeld selber, das können wir uns auch nochmal ganz kurz anschauen, geht relativ einfach, das heißt, man kann nach links schalten, dann hat man die Aufbaubatterie nochmal weiter nach links gedreht, das ist die Starterbatterie, in die andere Richtung ist das Frischwasser als auch das Abwasser. Dann sieht man halt die Füllstände. Und in der Mitte einmal hingelegt und einmal drauf gedrückt ist das Ganze dann hier auch aus. Man kann hier noch die Wasserpumpe einschalten. Das geht mit noch einem weiteren Drehen. Dann ist die Wasserpumpe jetzt, wenn das Lämpchen leuchtet, an. Und ansonsten ist die dementsprechend aus. Also relativ wirklich einfach gemacht, die ganze Schaltung. Und ja, was ich natürlich auch noch dazu sagen möchte zu dem Fazit, wir haben viele Steckdosen, das heißt, wir haben hier nochmal eine USB-Ladedose. Dann haben wir zur linken Seite, da ist nochmal eine Steckdose 230 Volt, als auch hier drunter nochmal die 230 Volt Dosen, dementsprechend zwei Stück sogar, ein Lichtschalter für das Licht hier in der Küche und auch im hinteren Bereich, dort in der Seite, gibt es noch eine USB-Ladedose als auch eine 230 Volt Steckdose. Das zeigen wir euch jetzt noch mal besser. So sieht das Ganze aus. Genau. Und ist ehrlich gesagt für das Fahrzeug definitiv ausreichend. Im Großen und Ganzen für mich ein wirklich sehr schönes Fahrzeug, tolle Wohlfühlatmosphäre durch die indirekten Beleuchtungen und da hat sich der Hersteller Weinsberg schon wirklich eine tolle Sache, also ein tolles Gerät gebaut,
oder ein tolles Wohnmobil, teilintegriertes Wohnmobil gebaut und kann man gut mit arbeiten. Wir werden noch ein paar Modifikationen hier machen. Das werden wir auch immer noch mal weiter filmen. So unter anderem, dass wir hier gibt es nur eine USB-Dose, die werden wir dann austauschen in zwei USB-Dosen und so weiter. Aber das in einem separaten Video noch mal dazu später mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann doch gerne ein Like nach oben, teilt dieses Video für Leute, die sich vielleicht für einen Pepper interessieren. Abonniert unseren Kanal. Ja, wir hoffen, euch hat dieses Video einfach gefallen. Und dann sehen wir uns wieder, schon in Kürze, bei einem neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtbulli. Tschö! Tschö!